Als meine zweite Nominierung, da habe ich die guten Flatter bei. Servus Flatter, du kommst mir jetzt nicht aus. Hallo und Grüße aus dem Fliederwald, beziehungsweise aus der Villa Einhorn. Ich bin Flatter bei und heute gibt es einmal keine Tour, sondern heute erzähle ich euch, was ich aus meiner Nominierung für die 100.000 Abonnenten Challenge mache. Was ist die 100.000 Abonnenten Challenge überhaupt und wer hat mich nominiert? Ja, warum veröffentliche ich eigentlich keine Abonnentenzahlen und warum weiß man natürlich trotzdem, dass ich weniger als 1.000 Abonnenten habe und warum sind mir Abonnenten wichtig und wen nominiere ich selber für die 100.000 Abonnenten Challenge? Die 100.000 Abonnenten Challenge funktioniert folgendermaßen. Ein Kanal nominiert drei andere Kanäle mit jeweils 100.000 Abonnenten, dass sie wiederum ein Video produzieren, in dem sie aus möglichst ihrer eigenen Zielgruppe natürlich wieder sich neue Kanäle aussuchen. Warum macht man das jetzt? Das ist ganz einfach, um den Bekanntheitsgrad von kleineren Kanälen zu steigern und denen die Möglichkeit zu geben, auch ein bisschen was Neues auszuprobieren. In meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass ich mir mal wieder ein Studio-Setup gebastelt habe und ein bisschen ein Bluescreen verwende. Schauen wir mal, wie das funktionieren wird. Wer hat mich selber nominiert? Das war in diesem Fall der Peter vom Kanal Ich am Weg. Lieber Peter, herzlichen Dank für die Hausaufgabe. Was macht der Peter auf seinem Kanal? Der Peter macht Wandervideos, Sportevents und auch regelmäßige Livestreams von Tour Reactions. Das heißt, der sucht sich drei andere Kanäle aus und dort jeweils ein Video, wo er das gemeinsam mit der Community anschaut und denen halt ein bisschen ein breiteres Publikum verschafft und so einfach dazu beiträgt, dass innerhalb der Community die Leute sich besser miteinander vernetzen und halt auch neuen Content kennenlernen. Wer sich für das interessiert, soll definitiv einmal beim Peter vorbeischauen. Wie ist der Peter auf mich gekommen? Der Peter hat in einem seiner ersten Livestreams ein Video von mir vorgestellt und ist auch einer meiner Abonnenten und natürlich auch umgekehrt. Und er hört mir offensichtlich gern reden, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie er auf die Idee kommt, dass er ausgerechnet mich dafür nominiert. Aber ja, so ist es sein. Ja, wie hat der Peter überhaupt wissen können, dass ich unter 1000 Abonnenten habe? Immerhin veröffentliche ich keine Abonnenten sein. Naja, meine Abonnenten, also ihr alle, das seid natürlich keine Deppen und erst recht ist der Peter kein Depp. Ihr kennt natürlich meine Aufrufzahlen und ja klar, mein Kanal hat natürlich unter 1000 Abonnenten. Warum veröffentliche ich überhaupt keine Abonnentenzahlen? Ich möchte gerne haben, dass mein Content für sich selbst spricht. Also, wenn wer davon überzeugt ist, dass er das sehen will und dass er das regelmäßig sehen will, dann ist es leicht zu finden, dass ich regelmäßig Video veröffentliche und dann abonniert der ohnehin. Und ich will gar keine Abonnenten haben, die nicht wissen, wo der Abo-Knopf ist, schlichtweg. Es ist auch so, ich bekomme dadurch natürlich weniger Abonnenten, das ist mal ganz klar, also ich bin ja auch kein Trottel. Nur ich bekomme damit die treueren Abonnenten, die mehr an meinem Content interessiert sind, die größere Watchtime verursachen. Und das würde ich eigentlich gern haben, weil ich mag eigentlich keine Leute, die irgendwie halt nur abonnieren und dann meine Videos eigentlich nicht schauen, weil sie die Sachen, die was ich mache, gar nicht interessieren, was ja absolut legitim ist. Mir sind aber natürlich Abonnentenzahlen trotzdem wichtig und jetzt werden viele von euch vielleicht denken, ja eh gar nicht, nur 1000 Abos und Monetarisierung und so weiter, da geht geile Wabler, nur das ist es nicht und es sollte eigentlich an jedem, der ein bisschen drüber nachdenkt, da klar sein, warum nicht. Weil wenn ihr halt mit einem Nischenkanal 1000 Abonnenten habt, dann könnt ihr euch damit brausen gehen. Das wird finanziell rein gar nichts bringen. Also bis das finanziell auch nur den Beitrag leistet, den ich für mein Hobby YouTube irgendwie aufwende, da brauche ich 10.000 oder gar 100.000 Abonnenten, damit wir darüber reden können. Ja, oder ich muss mich halt dementsprechend vermarkten und muss halt recht ungustiöse Dinge tun, um an Geld zu kommen. Aber rein über die Abonnentenzahlen geht das nicht. Warum will ich aber trotzdem Abonnenten haben und warum sind mir Abonnenten wichtig? Ich mache meine Videos natürlich auch für mich selber. Klar, wenn ich jetzt auf eine Tour gehe und ich mache da draußen ein Tourvideo, dann mache ich das natürlich schon auch, weil ich mir die ganze Sache selber nochmal gern anschaue, weil es eine schöne Erinnerung ist für mich. Und nicht nur, weil ich es auf YouTube stellen will. Die Form, in der ich das dann auf YouTube stelle, die Art, wie ich das schneide, mache ich vielleicht schon speziell für YouTube. Ich werde vielleicht schon speziell viel Zeit investieren, um das für die Zuseher zugänglich zu machen. Trotzdem will natürlich jeder YouTuber irgendeine Form von Anerkennung. Und da meine ich jetzt nicht irgendein Schulterklopfen und im Prinzip auch nicht Likes oder sonst irgendwas. Niemand, der Content für die Allgemeinheit zur Verfügung stellt, will an der Sinnfrage zerschellen. Und was meine ich mit dem jetzt? Das zeige ich euch an einem Beispiel. Ich habe jetzt pro Viewer durchschnittliche Watchtime von etwas unter 7 Minuten. Ich habe eine Zuschauerbindung von ungefähr einem Drittel, das heißt ungefähr 33% auf meinem Kanal. Wenn ich ein Tourenvideo produziere, dann brauche ich für eine Minute Video ca. 50 Minuten Arbeitszeit und damit bin ich gar nicht so langsam für die Qualität, die abliefert. Erst wenn eines meiner Videos überhaupt einmal ungefähr 150 Views bekommen hat,
dann liegt die gesamte Watchtime von allen Zusehern gerade so über meinem eigenen Arbeitsaufwand, den ich in das Video investiert habe. Und es ist ganz klar, also wenn ich jetzt halbwegs zeitnah, das heißt, dass ich innerhalb von 30 Tagen nach der Veröffentlichung 100 Views haben will, dann ist das ohne eine dreistellige Abonnentenzahl eigentlich illusorisch. Für mich persönlich wird sich die Sinnfrage von YouTube stellen, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt meine Arbeitszeit hineingesteckt habe. Und zwar in höherem Maße, als das Video überhaupt jemals angeschaut wird. Wer abonniert, der hat auch höhere Watchtime. Der ist an meinem Content interessiert. Nicht nur das, mehr Watchtime führt auch zu einem höheren Ranking, das heißt zu mehr Impressionen, das heißt mehr Leute abonnieren möglicherweise meine Videos. Jetzt habe ich euch unglaublich viel vorgelabert über warum ich persönlich, ja, obwohl ich keine Abonnentenzahlen veröffentliche, natürlich trotzdem jeden einzelnen Abonnenten von euch mich sehr darüber freue und jeden einzelnen herzlich willkommen heiße. Den nominiere ich jetzt für die unter 1000 Abonnenten Challenge und vor allem warum? Erstens einmal wollte ich haben, dass ihr eine möglichst ähnliche Zielgruppe wie bei mir haben. Weil die Leute, die ich erreiche und die jetzt sozusagen gerne auf einem anderen Kanal vorbeischauen, die sollen natürlich von vornherein schon mal einen Kanal bekommen, der sie zumindest interessieren könnte. Ich bin auch selbst Abonnent dieses Kanals, das war mir als nächstes wichtig. Weil wenn ich nicht von der Qualität so überzeugt bin, dass ich selber abonniere, dann kann ich nicht erwarten, dass ihr als meine Zuschauer davon überzeugt sein werdet oder dass es dem Kanal irgendwas bringt. Was war mir auch wichtig, das ist, dass der Kanal, den ich da nominiere, regelmäßig neuen Content veröffentlicht, zumindest seit einiger Zeit. Ja, warum? Na ganz klar, nicht? Wenn man abonniert, dann hat das Abo dann einen Sinn, wenn da auch wieder Content kommt, weil wozu habe ich sonst ein Abo? Ne? Das ist jetzt aber gar nicht so leicht, denn ich habe eigentlich nur ungefähr 60 Kanäle abonniert, insgesamt. Bei allen Kanälen. Und das ist nicht nur Wander-Content, wohlgemerkt. Ich bin relativ wählerisch, was Abos betrifft. Es ist gar nicht so einfach, mich davon zu überzeugen, dass ich jemanden abonniere. Und das soll jetzt gar nicht arrogant klingen. Natürlich ist mir bewusst, dass auch ich jede Menge Raum für Verbesserungen habe. Es bringt aber nichts, wenn ich hier jemanden nominiere, von dem ich nicht auch wirklich persönlich überzeugt bin. Deswegen ist meine erste Nominierung der Kanal Radlwader. Ja, es ist der Andi, wirklich sehr sympathischer Tiroler, er spricht ein bisschen entschärft im Tiroler Dialekt mit einer total angenehmen Stimme, hat eine wunderbare Sprache, gefällt mir wirklich sehr gut, zeigt sehr schöne Touren aus seiner näheren Umgebung und ist auch wirklich informativ und denkt sich immer was aus, was er bringen könnte. Der Kanal besteht schon wirklich sehr lang und er veröffentlicht in letzter Zeit auch ganz regelmäßig, das heißt, dort lohnt es sich wirklich vorbeizuschauen. Der hat noch weniger als 100 Abonnenten und der hätte sich definitiv mehr verdient und da muss man da was tun. Ne? Also von daher, schaut mal beim Radlwader vorbei und richtet einmal liebe Grüße von mir aus. Ja und Andi, falls du das siehst, ich wünsche dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg mit deinem Kanal. Die zweite Nominierung ist der Kanal Draußen Unterwegs. Der Kanal Draußen Unterwegs, das ist die Patricia, das ist eine Dame aus Deutschland, die oft mit ihrem Hund unterwegs ist. Das ist ein ganz natürliche und gewinnende Ort, macht schöne Wandervideos, kurz, knackig, ohne viel Schnickschnack. Fängt die Eindrücke absolut gut ein, will andere zum Rausgehen animieren, da ist immer ziemlich ähnlich. Ja, die hat zwar inzwischen die 100 Abonnenten-Marke knapp geknackt, aber auch da geht sicher noch mehr. Und wer sie so nicht kennt, der sollte auf jeden Fall mal bei ihr vorbeischauen. Ja, Patricia, auch wenn wir noch persönlich keinen Kontakt gehabt haben, mach weiter so und vielleicht kannst du diese Nominierung ja als eigene Chance nutzen. Der dritte Kanal, und das ist ein bisschen ein größerer, nämlich Ich bin dann mal draußen zusammengeschrieben. Der hat mit knapp unter 800 Abonnenten wirklich schon ein bisschen mehr geschafft, aber er macht halt einfach auch etwas andere Videos. Es gibt viele Impressionen, sie sind sehr stimmungsvoll, er hat einen guten Mix aus mit Musik oder eben auch wirklich nur mit den Umgebungsgeräuschen. Eine ganz hochstehende Ästhetik, eine tolle Kameraarbeit und wirklich eine tolle Bildqualität. Es gibt einfach gar kein Gelaber und alle Infos kommen nur bei Texteinblendungen und da macht er sich durchaus Mühe. Ja, und wenn ihr also mein Dauergerede satt habt, was ich durchaus verstehen kann, dann wird euch dort auf jeden Fall geholfen. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen von euch wieder was dabei. Ich wünsche natürlich allen drei Kanälen für die Zukunft alles Gute und hoffe, dass diese Nominierung für sie ja in irgendeiner Form was Positives bedeutet und sie das gut umsetzen können. Nächste Woche geht es wieder weiter mit dem Weltjahresteig Wachau Etappe 3 von Weißenkirchen nach Spitz. Ja, und sonst hast du mir viel Flatt dabei und vielleicht sieht man sie ja mal bei einer anderen Tour.